Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Zungenpiercer. Wir haben in der letzten Folge ein ganz paar Zombies auf den Kopf gehauen, sind an sich auch ganz gut durchgekommen und haben jetzt endlich den Zug erreicht. Wir haben soweit alles gelootet, es wird sicherlich noch ein paar Kisten geben, aber dafür sind mir hier einfach zu viele Zombies am Start und wir sind noch viel zu wenig ausgerüstet dafür. Ich habe die Fahrt nochmal ganz kurz unterbrochen, um die Aufnahme zu beenden, aber ansonsten nicht weitergespielt. So, ich habe aber auch herausgefunden, denn ich habe mich nochmal etwas belesen dazu, dass wir uns hier so eine coole Casio-Uhr anzeigen können, oder Casio, besser gesagt, oder Kazo. Nein, Casio, glaube ich. 18.10 Uhr haben wir es mittlerweile und es wird verdammt dunkel. Von daher würde ich vorschlagen, bevor wir die Zugreise beginnen, wir wollen ja auch ein bisschen was sehen von der Landschaft, hauen wir uns erstmal eine Runde ins Bett, spielen uns nochmal etwas am Gemächt herum und dann geht's auch schon schlafen. So, hier haben wir das Bettchen. So, wir hatten es 18 Uhr. Wann wird es denn wieder hell werden? Wahrscheinlich gegen um 6 rum. Das heißt, das sind ungefähr 10 Stunden. Würde ich sagen, wir schlafen mal 10 Stunden. Wir haben ja schließlich hier oben auch eine Statistik, dass wir ab und zu mal schlafen gehen müssen. Also machen wir das jetzt nicht nur aus Spaß, sondern weil wir es müssen. Schon wieder früh morgen. Scheiß Wecker, wo bist du? Ich hau dir eine rein. Ich will nicht auf Arbeit. Ich hol mir einen gelben Zettel. So, also um 6 ist es noch dunkler als 18 Uhr abends. Das finde ich natürlich nicht so geil. Mir hier irgendwie Licht im Zug. Oh, dann machen wir es uns doch einfach hell. Dann würde ich sagen, wir schauen noch mal ganz kurz durch, was wir uns Schönes craften können. Und dann sollte es ja auch langsam wieder hell werden draußen. Den hier finde ich ganz geil, so ein Nagelkopf-Baseballschläger. Wir brauchen dazu einen Basie und Alu. Oder Metall. Okay, wo haben wir denn? Hier oben haben wir den Basie. Dann würde ich sagen, wir bauen uns den mal. Haben wir. Und dann können wir uns doch den hier bauen. Ich sehe, einen Bogen können wir uns auch später noch bauen. Das brauchen wir dafür. Oh, haben wir auch alles. Würde ich sagen, machen wir aber später. Aber so eine Fernkampfwaffe kann nur von Vorteil sein gegen langsame Zombies. Beziehungsweise vielleicht auch gegen die schnellen. Kann ich das tauschen? Kann ich nicht tauschen, schade. Ordnung muss sein. So, wie sieht's denn ansonsten aus? Wir haben schon wieder ein ganz schönes Hüngerchen. Dann hauen wir uns hier erstmal ein paar Bohnen zum Frühstück rein. Ah, sehr gut. Wie viel gibt denn uns das? Wir beobachten mal. 48% haben wir jetzt insgesamt. Wo haben wir denn die Bohnen? Hier haben wir sie. 30 gibt's. Okay, minus 30 Hunger. Durst geht an sich noch. Schlaf haben wir gerade. Wir haben immer noch ganz schön Hunger. Dann würde ich sagen, wir hauen uns nochmal eine Büchse Bohnen hinein. Könnte zwar zu Flatulenzen führen, aber was soll's. Zum Glück gibt's noch keine 4D-Spiele, bei denen wir mit riechen müssen. Wir haben dann auf jeden Fall noch einen Waggon, aber ich glaube, so viel wie wir bauen können, wird das später bestimmt ganz schön knapp. Vielleicht kriegen wir noch einen Waggon dazu. Können uns irgendwo einen kaufen und hinten mit ansatteln in einem Umstellwerk. So, es ist immer noch saumäßig dunkel. Wird das denn langsam mal hell? Ansonsten würde ich sagen, wir hauen uns noch mal eine Stunde hin. Da hinten brennt es ganz schön. Nicht so geil. Also wirklich hell wird's nicht. Achso, wir haben es noch gar nicht um 6. Da habe ich mich ja mal wieder richtig schön verrechnet bei der Zeit. Bis um 6 hätten wir 12 Stunden knapp schlafen müssen. Es war ja 18 Uhr oder 18.40 Uhr. Naja, was soll's. Mathekünste ist da. Dann schlafen wir einfach nochmal 2 Stunden. Was soll's. Wer kennt's nicht, aufstehen, erstmal frühstücken und direkt wieder ins Bett. Ist doch das Beste, was man machen kann. So, jetzt sieht es ja doch schon um einiges freundlicher draußen aus. Das gefällt mir. Dann machen wir uns jetzt mal auf und davon. Durst kriegen wir schon wieder ganz schön. Aber das können wir alles während der Fahrt machen. So, 742 Tank haben wir. Ich hoffe, dass das reicht. So, Engine starting. Bremse aus. Und hier gehen wir mal auf 50%. Ah, was ist das? Ah, das war der Zaun. Ich glaube, da hat es etwas gebuggt. Aber ist ja auch noch Early Access und so.
Alpha-Version. Ui. Level Up steht unten. Okay, wir steigen anscheinend auch auf. Das gucken wir uns gleich mal an. Also, Zombies, ihr könnt euch gerne alle auf die Gleise legen. Da habe ich nichts dagegen. Da hinten scheint die Stadt zu sein. Die sieht aber auch nicht unbedingt einladend aus. Von daher müssen wir da nicht hin. Dort hatten wir noch einen Zombie. Dem ist es aber egal. Ist nicht so der Zugfreund. Der fährt lieber mit seinem Tesla durch die Gegend. Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Hier haben wir den Tank. 710, 709, also ungefähr im 1-Sekunden-Takt. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall noch über 10 Minuten hin. Und das aber mit 50%. Jetzt die Frage, wenn wir den schneller stellen, ob wir dann auch mehr Sprit verbrauchen. Wir gucken uns das mal kurz an. Ich ziehe den Spaß hier mal hoch. Ja, das geht auf jeden Fall schneller. Und wir haben die Zugdurchsage ganz vergessen. Mensch, haben wir hier irgendwo ein Mikrofon? Na, das Ding, oder? Und damit begrüßen wir Sie ganz herzlich zur ZB der Internationalen Zombiebahn. Im letzten Waggon finden Sie das ZB-Bistro, falls Sie Lust auf kleine Zombie-Ärmchen haben. Unsere Mitarbeiter heißen Sie herzlich willkommen. Nächste Station ist irgendwo im Nirgendwo. Ausstieg in Fahrtrichtung rückwärts. Vielen Dank. Wir müssen das natürlich auch unseren Fahrgästen mal ein bisschen angenehmer machen. Selbst wenn keiner dabei ist. Aber wir haben es so gelernt, dass es gemacht werden muss. Gut, wir haben hier oben auf jeden Fall noch ein Schränkchen. Und da wir, na gut, wir sind nicht wirklich voll beladen. Trotzdem würde ich hier mal was reinpacken wollen. Mal hier die Kartoffeln. Geld. Craften können wir ja sowieso bloß hier im Zug. Das heißt, die ganzen Baumaterialien können wir erstmal beiseite packen. Oh, wir haben das Bett ja doch noch. Ich dachte das letzte Mal, wir haben das verloren. Dann packen wir hier mal noch das Bett mit rein. Also ein Bett für unterwegs. Wenn es irgendwo dunkel wird. Ah, wir nehmen es lieber erstmal mit. So, und dann haben wir 36 Kilo. Das ist in Ordnung. So, wo fahren wir denn hier überhaupt lang? Die ganze Zeit nur durch Wald. Aber hier gibt es anscheinend nicht allzu viel zu looten. Sei denn natürlich, wir können uns irgendwie eine Axt bauen und die Bäume hier fällen. Das habe ich bis jetzt aber noch nicht gesehen. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir irgendwo in einem kleinen Dörfchen ankommen, wo wir wieder etwas zu looten finden. Aber bis jetzt sieht es noch ganz schön nach, ja, nach Wald aus, ne? Ah, okay, wenn wir... Oh, es wird geladen. Was lädst du denn, mein Guter? Na komm. Ladezeiten sind generell noch ziemlich lang. Aber wie gesagt, es ist eine Alpha-Version. Also nagelt die Entwickler nicht darauf fest. Alles muss erstmal irgendwo anfangen und sich einpendeln. Okay, es hat geladen. Und wir sind immer noch im Wald. Ich hatte natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt gleich in irgendeinem Dorf ankommen. Ist aber leider nicht der Fall. Aber ich glaube, die Wälder sind auch nicht wirklich dazu gedacht, dass wir... Oh, kommen wir da durch? Ja, okay. Hab gerade nicht gesehen, dass die Schienen nach rechts abbiegen. Von daher dachte ich kurz, wir fahren in diesen Stein dort rein. Ja, die Wälder sehen nicht so wirklich aus, als dass wir jetzt hier aussteigen sollten und looten. Von daher denke ich mal, dass wir nichts verkehrt machen, wenn wir hier erstmal im Zug bleiben. Ich würde nochmal kurz nach dem... Oh, da hinten ist was. Das sieht da nach einem kleinen Dörfchen aus. Aber unser Zug fährt rechts rum. Ich hoffe, dass da noch eine Linkskurve kommt, aber da sehe ich auf jeden Fall Schienen. Also kommen wir wahrscheinlich dort an diesem kleinen... Ja, was ist denn das? Ein Fischerdörfchen? Zumindest sieht das davor nach Fluss aus. Treffen wir vielleicht ein paar Anglerzombies, wer weiß. So, 487, also tanktechnisch ist noch alles in Ordnung. Dann nur die Frage, ob wir hier überall noch Sprit finden müssen. Dampflok ist es ja nicht, oder? Wenn wir Kohle finden müssten, es sieht zumindest nicht danach aus. Und eine Dampflok hätte ja auch keinen Tank, sondern irgendwo etwas zum Verbrennen rumliegen. Okay, wie sieht's aus? Wir fahren jetzt doch links rum. Das sieht gut aus, also kommen wir wahrscheinlich hoffentlich da hinten raus. Jojo, das Spiel läuft übrigens auf höchsten Einstellungen. Also das ist aktuell das Maximale, was sich rausholen lässt. Der ist natürlich echt geil. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden der mehr verursacht. Das Messer bzw. den Dolch haben wir auch noch nicht ausprobiert.
Aber ich denke mal, dass die Reichweite dadurch oder von dem Ding um einiges geringer sein wird. Und wenn ich irgendwas gerade gebrauchen kann, dann ist es Zombies aus der Ferne zu töten, damit wir nicht getroffen werden. Wir gucken nochmal kurz hier zu unserem kleinen Dudinger, weil wir sind ja ein Level aufgestiegen. Das heißt, Level 2 haben wir, 120 brauchen wir und wir haben einen Perk. Leben, Ausdauer, Stärke oder Schleichen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Leben, weil uns das bisher am meisten beeinträchtigt hat oder am meisten abgezogen wurde. Wir können auf jeden Fall auch nochmal einen Schluck trinken. Was ist denn das? Ach, das ist... Nee, hier. Energy Drink. Stamina. Ah, nee, das macht aber nur Ausdauer. Haben wir gar nichts mehr zu trinken? Oder habe ich das weggepackt? Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich habe nur ein bisschen Angst, das Wurf zu verpassen. Das heißt, ich würde die Geschwindigkeit mal kurz etwas runterregeln. Ah ja, das war die falsche Taste. Ah, hier sind wir nämlich schon beim Dorf. Machen wir mal 50%. Aber wir haben auch hier nichts zu trinken reingepackt. Verdammt, wir brauchen dringend was zu trinken. Hunger, Healing, Painkiller, Health Generation, Hunger, Stamina, Hunger. Ah, verdammt. Okay, wir brauchen unbedingt was zu trinken. Wir haben noch 29%. Das ist ganz, ganz schlecht. Von daher... Gut, hier vorne können wir ja erstmal anhalten. Hier haben wir ja schon die ersten Hütten. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier langsam mal eine kleine Break. Und Handbremse anziehen. Quietsch. Und es steht, wenn wir die Engine anlassen, kostet das trotzdem Sprit. Naja, wir probieren es einfach mal nicht aus, würde ich sagen. Okay, Rückwärtsgang rein, weil wir stehen natürlich im Gefälle. Nicht, dass wir hier noch nach vorne rutschen. So, also erstmal ganz schnell Wasser finden, ansonsten sind wir etwas am Arsch. Das wollen wir ja alle nicht. Hm. Da ist ein kleiner Zombie, aber er hat uns noch nicht gesehen, wie es scheint. Ich würde tatsächlich ganz gern erstmal was trinken, bevor wir uns in den Kampf begeben. Da ich mir nicht sicher bin, ob Rennen und Kämpfen und so weiter vielleicht auch auf unseren Durst geht. Wahrscheinlich wird es bloß eine Zeit sein, die da runterläuft, aber wir müssen es ja nicht riskieren. So, kleiner Zombie, du siehst mich nicht? Nee, nee, ich bin einfach nur ein kleines Kaninchen, was hier lang hoppelt. Obwohl, Kaninchen wird er bestimmt auch essen. Ich bin einfach nur ein wandelnder Nagel-Baseballschläger. So, das möchte ich nicht einsammeln. Ich möchte gern hier rein. Ich hoffe, hier ist kein Zombie drin. Okay, sieht gut aus. Bitte gib mir was zu trinken. Nein. Ja, nein, eine Energy. Das bringt uns nur Ausdauer. Ach, verdammt. Wir müssen uns wirklich beeilen, ansonsten sind wir hier am Verdursten. Ich würde sagen, bevor wir weitergehen, muss ich mal noch ganz kurz speichern. Das möchte ich jetzt nicht riskieren, dass wir sterben und die ganze Zugfahrt nochmal hinter uns bringen müssen. Okay, das nächste Haus ist da drüben. Das heißt, wir kommen nicht wirklich drumherum uns... Ah, obwohl. Ich wollte sagen, drumherum uns durchzukämpfen. Aber dann habe ich das Auto entdeckt und vielleicht lässt sich ja auch das looten. Was haben wir hier Schönes? Wir gucken uns das später an, weil die Zeit spielt gerade wirklich gegen uns. Haben wir hier noch was im Kofferraum? Ist nichts mehr drin. Hier haben wir bloß Materialien. Oh oh, wir müssen uns wirklich beeilen. 19% noch. Gut, ich würde mich jetzt einmal hier an den heranschleichen. Natürlich ein bisschen doof, dass der Energy gar kein Durstgefühl sättigt. Ah, okay. Mit dem Ding brauchen wir also bloß noch 3 Schläge. Mit dem normalen waren es ja, glaube ich, 4. Gut, bevor wir jetzt die Kisten looten, möchte ich ganz gern erstmal in das Haus da hinten. Wegen Durst und so. Okay, da scheint uns nichts zu sehen. Bitte lass uns hier was zu trinken finden. So, hier ist auch keiner drin. Mach mal Tür bitte wieder zu. Und los. Ja. Nein, nimm's doch auf. Trinken, trinken. Hä, hatten wir die ganze Zeit trinken? Bin ich so dumm gewesen und hab nicht nach da oben geguckt? Oder haben wir das gerade irgendwo gefunden? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin etwas verwirrt. Vielleicht habe ich auch einfach unnötig Stress gemacht. Aber was soll's, auch solche Sachen passieren manchmal. So, ein kleiner Kamin. Feuerchen können wir uns aber anscheinend nicht machen. Wir sind auf jeden Fall willkommen. Das freut mich.
Das wäre eigentlich geil gewesen, hier so mit den Kochplatten oben drauf. Hätten wir vielleicht gleich mal was kochen können. Aber ist erstmal nicht. So, wir haben 72% Durstgefühl gesättigt. Wir haben noch eine Flasche Wasser, die lasse ich aber mal einstecken. Wir haben jetzt hier anscheinend leere Gefäße durchs Trinken wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir hauen uns erstmal noch ein paar Chips rein. Weil Hunger haben wir auch schon wieder ganz schön. Wie viele haben die Chips gemacht? 20. Na, dann hauen wir uns noch eine Packung rein. So. Und dann sieht es doch schon wieder einigermaßen besser aus. Also wir müssen wirklich auf der Hut bleiben, hier genügend Trinken, Essen und so weiter zu finden. Also gerade mit dem Trinken, das geht verdammt schnell. Ich hoffe, wir können uns vielleicht irgendwann mal eine Wasseraufbereitungsanlage bauen, die dann hier einfach am Fluss steht. Wäre natürlich ideal. So, ihr lasst mich alle in Ruhe. Das finde ich sehr, sehr toll von euch. Also das Schleichen und so weiter braucht man tatsächlich nur, wenn man sich in nächster Nähe befindet. Ansonsten scheinen die relativ taub zu sein. Und in dem Moment hat er sich bewegt. Er guckt immer so komisch zu uns rüber. Ich denke mal, der sieht uns. Aber die haben so milchige Augen. Die sind wahrscheinlich einfach blind. Die hören vielleicht einfach nur. Der Gute dort ist im Zaun stecken geblieben. Hat er uns jetzt gesehen? Naja, aber der dreht sich mit uns. Das macht mir etwas Angst. Hallo? Scheint erstmal keiner drin zu sein. Was ist das Schönes? Wir können es uns dann immer erst im Inventar anschauen. Rifle Ammo. Okay, das heißt, wir finden auf jeden Fall noch Waffen. Ja, die werden wahrscheinlich auch sehr laut machen und viele Gegner an sich zu uns locken. So, was zu futtern, was zu trinken. Nichts. Auch nichts. Können wir hier was kochen? Auch nicht. Schade. Noch mehr zu trinken, das gefällt mir. Und noch mehr zu trinken. Was ist denn das für eine Ordnung bei den Leuten, ne? Die haben in jedem Fach, in jedem anderen Schrank immer eine Flasche trinken. Hätte man doch auch alles mal beieinander stellen können. Sucht man nicht so lange. Dead Pixel. Ja, sieht nach ganz schön toten Pixeln aus. Vielleicht aber auch einfach OLED. Ja, weil die natürlich im Schwarz einfach tot sind. Ah, hier haben wir noch ein Schränkchen. Was war das alles Schönes? Das ist der Painkiller, das gibt uns Gesundheitsreck. Das gefällt mir sehr gut. Okay, und das ist auch nochmal Verband zum Heilen. Ich höre schon wieder viel zu viele Zombies. Haben wir hier reingeguckt? Ja, hatten wir. Ah, Junge, was soll denn das? Zum Glück können die keine Türen öffnen. Ah, und da haben wir ihn. Noch einer drin? Nö. Hat eine Runde geschlafen, wir haben ihn wahrscheinlich geweckt. So, Geld und noch mehr Ammo. Nehmen wir natürlich alles mit. Wäre nur schön, wenn wir vielleicht auch noch eine Waffe finden würden. Ja, hier hat wieder die Freundin auf der rechten Seite gepennt. Komplette Decke in der Nacht zu sich rübergezogen. Wer kennt's nicht? Gut, hier haben wir anscheinend alles gelootet. Gucken wir nochmal kurz hier auf die Veranda. Ich meine, Sitzmöglichkeit, so einen schönen Ausblick und dann die Terrasse so verkorkst. Aber vielleicht haben sich auch schon die Zombies die Möbel geschnappt. Ach, scheiße. Ich hatte gehofft, du siehst mich nicht. Okay, wir können anscheinend sogar von etwas weiter wegschlagen, obwohl jetzt hat es ihn nicht getroffen. Aber so mit der Ausweichtaktik, ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich schaue nochmal kurz, aber die Zombies scheinen wirklich nichts zum Looten dabei zu haben. So, dann nehmen wir uns natürlich wieder das ganze Holz aus den Kisten mit. Mensch, die hatten ja ganz schön Holz vor der Hütte, hä? Ah, shit. Das hat uns, oh nein, so ein Schneller. Ah, ich hasse die. Geh weg. Ui, zwei Schläge bloß. Also halten die eins weniger aus als die normalen Zombies. Das finde ich sehr, sehr nett von den Spieleentwicklern. 102 Leben haben wir noch. Immer noch mehr als in der ganzen ersten Folge. Wenn wir voll waren. So, mein guter, du siehst mich erstmal nicht. Ich würde ganz gerne nochmal hier drüben ins Haus gucken und dann looten wir auch noch die Kisten da hinten. Ich muss sagen, bis jetzt macht es mir sehr, sehr viel Spaß.
Es ist mal so ein bisschen eine andere Art und Weise. Natürlich looten, craften, das kennen wir alles schon. Aber einerseits gefällt mir diese Comic-Grafik sehr, sehr gut. Und auch mit dem Zug, dass wir hier rumfahren können. Ich glaube, wir haben schon wieder einen Zombie im Haus. Auch das finde ich mal sehr, sehr nett. Und mal etwas anderes als von allen anderen Games, die wir aus diesem Genre kennen. So, Bohnen, Energy. Ja, die trinken alle ganz schön viel Energy. Aber Kaffee ist anscheinend nicht am Start. Noch ein paar Chips, also die ernähren sich generell alle ziemlich ungesund hier. Und irgendwie haben die auch alle das gleiche Bild in der Bude, das war schon in dem Anfangshaus. Okay, waren wir hier schon? Ja, nehmt's mir nicht übel, wenn ich doppelt und dreifach in Schränke reingucke. Oh. Ah, shit, warum hat er uns gehört? Nein! Ah. Ha, du hast deinen Arm verloren. Ich kann nicht schlagen, wir haben keine Ausdauer. Nein! Come on, schlag doch! Und schlag, schlag, schlag! Jetzt. Okay. Das war kurz etwas aufregend. Da krabbelt mir doch gleich die Nase. Ja, schön chillig an die Couch angelehnt. Das ist doch nochmal eine Position zum Sterben. Okay. Noch ein bisschen Ammo. Die liegen anscheinend alle im Bett und haben auch alle die gleiche Freundin. Kommen wir wieder zur Anfangstheorie zurück. Okay, hier haben wir alles. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Hier drüben war die Küche. Küche haben wir ausgelootet. Kühlschrank waren wir auch. Das hier war das kleine Badezimmer, haben wir gelootet. Das ist das Wohnzimmer. Hier sind wir auch schon durch. Oder gibt es hier vielleicht noch was drin? Nö. Dann gehen wir mal hier drüben weiter. Das wird Ausgang sein. Nein. Ach, na komm, mein Guter. Ja. Du willst in Ruhe was zu essen machen in deiner leeren Küche. Wieder eine Wohnung angenommen. Keine Küche mit dabei ist, weil es günstiger war. Hä? Obwohl das ja eigentlich ein Haus. Ach Mensch, mit der Ausdauer nervt mich etwas. Und ich treffe ihn auch einfach nicht mehr. Aber wir können zusammen tanzen. Das ist doch auch was Schönes. Man muss doch nicht immer nur mit Gewalt gegeneinander vorgehen. Man kann auch einfach mal ein bisschen Liebe zeigen.